Ich nehme an, jeder von Ihnen hat schon mal einen Tropfen Wasser oder Milch oder was in absoluter Zeitlupe irgendwo hineinfallen sehen. Das ist absolut faszinierend. Aber ehe die Technik das möglich gemacht hat, war es überhaupt nicht vorstellbar, was da abläuft. Und dieser Karl Ernst von Behr hat gesagt, die Wahrnehmung unserer Wirklichkeit, die ja eine menschliche Wirklichkeit ist, hängt auch ab von unserem persönlichen, spezifischen Zeittempo. Nehmen wir mal an, dass der Mensch nicht circa 80 Jahre alt werden würde, sondern lediglich circa einen Monat. Das heißt, wir verändern das Tempo um den Faktor 1000. Wir können den Flügelschlag eines Insektes in unserem Zeittempo nicht verfolgen. Dieser Mensch, der also circa einen Monat leben würde, könnte genüsslich den Flügelschlag eines Insektes verfolgen, könnte den Flug einer Gewehrkugel verfolgen. Der würde in einer ganz anderen Wirklichkeit leben, weil er ganz andere Aspekte wahrnehmen könnte, als die, die unserem Zeittempo nach unserem Größenverhältnis angemessen sind. Den Wechsel der Jahreszeiten könnte der Monatsmensch nicht aus eigener Erfahrung miterleben. Aber wenn genügend Generationen von Wissenschaftlern akribisch alles aufschreiben und so weiter, dann kann man Hypothesen bilden. Dann wird ein Sommer-Monatsmensch-Wissenschaftler von der Hypothese reden, dass es Zeiten geben soll, wo die ganze Erde mit so weißem Zeug bedeckt ist. Gesehen haben wir es ja nicht, aber es gibt doch eine Menge Zeugenberichte, wird wohl was dran sein. Und ein Monatsmensch aus der Wintersaison würde sagen, er habe gehört, dass da das Zeugs da draußen alles grün und bunt sein soll. Unvorstellbar. Das ist so ähnlich wie die Mythen und Sagen, die wir uns erzählen, ob da mal Riesen auf dieser Erde waren oder so ähnlich. So ähnlich, sagt er, würde uns das berühren. Und wenn wir wieder um den Faktor 1000 verschnellern, dann haben wir den Minutenmenschen. Das heißt, jetzt würde ein Lebensalter in 41 Minuten ablaufen. Und wieder verändert sich die Wahrnehmung dramatisch. Der Wechsel von Tag zu Nacht, sagt er, also ein ungefähr, das ist der Herr von Behr, den zitiere ich jetzt, ein ungefähr um 18 Uhr Geborener, dessen Leben um ca. 18.41 Uhr zu Ende wäre, würde als alter Mann von, sagen wir, 39 Minuten, vielleicht so zu seinen Enkeln sprechen. Als ich geboren wurde, stand das glänzende Gestirn, von dem alle Wärme zu kommen scheint, höher am Himmel als jetzt. Seitdem ist es viel weiter nach Westen gerückt, aber immerfort tiefer gesunken. Zugleich ist die Luft kälter geworden. Es lässt sich voraussehen, dass es nach ein bis zwei Generationen ganz verschwunden sein wird und dass dann erstarrende Kälte sich verbreiten muss. Das wird wohl das Ende der Welt sein. Oder wenigstens des Menschengeschlechts. Nehmen wir an, diese Menschen würden das überleben. Welche Art von Welt hätten sie? Bei Pflanzen, sagt er, jede Blüte erschiene ihm unvergänglich. Vögel würden fast regungslos in der Luft hängen. Wäre eine völlig andere Welt. Schallwellen, die wir als Töne und Klänge vernehmen, wären für diese Minuten Menschen unhörbar. Dagegen könnten sie jene für uns unhörbaren Luftschwingungen hören, die jenseits des Schalls liegen, nämlich den Ultraschall. Und wenn wir ein letztes Mal den Faktor 1000 dazu nehmen, dann hätten wir einen Menschen, der sein ganzes Leben in 2,5 Sekunden leben würde. So ähnlich geht es ja manchen der kleinen Lebewesen, die in uns sind, nicht wahr? Das entspricht ja deren Lebensspannen. So, dieser Mensch könnte den Ultraschall auch nicht mehr hören. Dafür wären aber Licht und Farbe für ihn hörbar, die für uns sichtbar sind. Und er sagt, wenn wir in die andere Richtung gehen und verlangsamen, wenn ein Lebensalter nicht 80 Jahre dauern würde, sondern 800.000 Jahre, dann würden die ewig ruhenden Wälder in gespenstische Bewegung geraten.